den Deutschen Buchpreis 2015 für den besten Roman des Jahres verleihe die Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung an Frank Witzel. Vielen Dank. Ich bin wirklich nicht nur überrascht, sondern auch unvorbereitet. Ich weiß, dass ich jetzt 3 bis 5 Minuten eigentlich hätte, aber ich versuche die Zeit zu überbrücken. Ich bin ja sozusagen als Außenseiter, wenn man die Presse etwas verfolgt hat, was ich dann irgendwann nicht mehr getan habe, hier ins Rennen gegangen. Deswegen habe ich auch wirklich nicht damit gerechnet, aber ich freue mich ungemein. Ich habe mich auch schon über die Shortlist sehr gefreut. Ich wusste, als ich den Roman fertiggestellt habe, tatsächlich selbst nicht, ob mir da was geglückt war oder ob ich mich völlig verrannt hatte. Und ich muss an dieser Stelle, ich werde leider gleich noch mehreren Leuten danken, aber Ingo Schulze danken, der das Manuskript als erstes gelesen hat und der mich dann anrief. Und wenn er gesagt hätte, du, das ist nichts, dann hätte ich gesagt, okay, aber er hat das Gegenteil gesagt und hat sich seitdem für diesen Roman mehr als eingesetzt. Wenn wir nicht befreundet wären, dann würde ich das gar nicht ertragen. Ich bin sehr glücklich, dass das auch das Wagnis für meinen Verlag Matthes und Seitz aufgegangen ist. Elisabeth Ruge, die sich für den Roman eingesetzt hat, hat es zu Andreas Rötzer gebracht. Und wer das Buch in der Hand hatte, es ist 1 Kilo. Wer den Titel jetzt aus hat sprechen müssen, ich gestatte jedem ab jetzt, es nur noch die Erfindung zu nennen, der weiß natürlich, dass es wirklich ein Wagnis ist. Und Andreas hat es auf sich genommen. Vielen Dank an dieser Stelle dem ganzen Verlag, Maike, Friederike, Johanna, Sascha, Richard und Tillmann. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, die sich wirklich für das Buch eingesetzt haben. Es kommt jetzt leider, glaube ich, noch ein bisschen Arbeit auf euch zu. Ich bin jetzt gleich am Ende. Das Schöne für mich war, dass dieses Buch bei vielen Leuten ganz unterschiedlicher Generationen, also nicht nur aus meiner Generation, sondern auch die nach 69 geboren sind, irgendetwas hervorgerufen hat, obwohl ich eigentlich nur in meiner eigenen kleinen Vergangenheit gegraben habe, mit dem sie etwas anfangen konnten. Und das hat irgendwie so eine Begeisterung hervorgerufen. Ich stoße bei Lesungen und generell auf so eine Begeisterung. Das freut mich einfach. Und dass die Jury, ja, ich gestikuliere zu viel, dass die Jury das auch geteilt hat oder teilt, das berührt mich wirklich sehr stark. Ich fand es schon eine sehr mutige, wenn ich das selbst sagen darf, Entscheidung, mich auf die Shortlist zu setzen. Aber dass ich jetzt hier stehen darf, das ist für mich ganz fantastisch, noch ganz wirklich unfassbar. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dem Börsenverein. Und jetzt bin ich tatsächlich am Ende. Danke.